unter mir, unter uns, unter uns, unter uns! Da war gerade ein Namensschild, ich schwör's dir. Seriously? Ja, ungelogen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Together Minecraft im Twilight Forest Battle mit dem lieben Marcel, der Lovely Potato. Hi, Schatzi. So, wir haben jetzt herausgefunden, dass wir Feuerkäfer killen müssen, um Schwarzpulver zu bekommen. Und die Feuerkäfer, die findet man im, willst du es sagen? Labyrinth, wo wir doch schon waren! Genau, und deshalb werden wir da jetzt hingehen. Nur jetzt ist die Frage, soll ich das Eisen gerade wieder in diese versteckte Kiste reinpacken? Nein. Nein, alles mitnehmen im Inventar. Ich würde sogar ernsthaft sagen, lass uns doch bitte erstmal eine, in Anführungszeichen, Base. Achtung, Spinne. Eine Base getten, wo wir wenigstens ein paar Sachen unterbringen können. Aber, ja gut, okay, können wir machen. Aber lass die doch einfach direkt beim Labyrinth machen, die Base. Weißt du, wo das Labyrinth war? Nee, das war... Oh irgendwo da hinten, ne, wo wir auch gestorben sind. Kann das sein? Lass mal da langlaufen, bitte. Oder war das hinter dem Nager? Komm mal bitte mit. Ich habe echt voll die Orientierung verloren. Und bei dieser Minimap kann man leider keine Riesenmap aufmachen, wo man alles sieht. Boah, Alter, fast wäre ich da reingefallen. Also vor uns ist das ein Naga-Ding. Mhm. Hier ist wieder so ein Hexenhäuschen. Genau. Mit einem Spawner drinne. Ja. Sollen wir gucken, ob da die Viecher spawnen? Was spawnt denn da drin? Hallo. Guck. Ja, das ist, glaube ich, so ein Naga, was. Das ist der Naga-Spawner. Nein, ist es nicht. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh, okay. Ist hier irgendwas? Okay. Vielleicht unter dem Kamin? Nee, gut. Wir brauchen erstmal mehr Food. Alles, was Food angeht, sollten wir auf jeden Fall... zum Labyrinth rennen. Ja, warte, jetzt sind wir leer am Labyrinth. Ist es nicht putzig? Ist es nicht putzig, das Viech? Ja, man sieht es ja auch natürlich so gut. Putzig. So. Und jetzt war es entweder nach links oder nach rechts, war das Labyrinth. Links ist das Pilzbiom. Ich würde mal fast... Links ist auch der Spawn. Da, nee, dann ist es da hinten in der Ecke irgendwo, ja. Definitiv. Gehst du links oder rechts? Okay. Rechts lang, genau. Ja, ich lasse auf jeden Fall die Map mal auf und guck parallel immer nochmal. Und wir haben vor uns auch so ein paar... Hol dir mal die Schweine. Wie viele Inksecks brauchen wir, Bruder? Einen. Okay. Einen Inksec für die German Weapon Box. Okay. Wir haben noch ein bisschen Schutzzeit. Also ich zumindest. Ja, kann sein. Du hast noch Schutzzeit. Ja, ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nirgendwo rumlaufen. Und wenn doch, müssen wir uns halt echt richtig schnell... Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also die sind auf jeden Fall Richtung Spawn. Alle, waren die. Ich glaube, alle sind draußen. Die waren auf jeden Fall nicht weit vom Spawn, das eine Team, die uns getötet hat. Okay. Ich verwechsel die immer, um ehrlich zu sein. Rot und Grün ist schon ein Spiel, ich auseinanderzuhalten bei einer Rot-Grün-Schwäche. Nee, nicht die Farben. Es geht mir gerade um die Namen. Die Namen, ne? Lol. Ja, alles so Randys. Was war das? Keine Ahnung, neben mir ist gerade so eine Flasche zerplatzt. Meinst du, die sind unsichtbar? Ich glaube nicht, aber hier hat gerade irgendwas so... Als ob irgendwas aufgeflasht ist. Hat sich richtig seltsam angehört. Hinter dir ist so... Oh, Kobold! Das war irgendeine Mob-Sache. Von der Mod oder so. Ja, dann lass uns mal bitte trotzdem weiter weg. Richtung Labyrinth jetzt, ne? Ich habe nichts mehr. Ich habe noch 10 rohes Schweinefleisch, aber ich muss uns ehrlich sagen... Ich habe 11 rohes Schweinefleisch. Lass uns doch mal ganz kurz in den irgendwo hin verchillen, das kurz kochen und dann weiter düsen. Auf jeden Fall. Ich sehe leider das Labyrinth immer noch nicht. Da ist die Twilight Lich, da hinten. Ja, das war ja auch irgendwo richtig am Ende. Ich erinnere mich an diese. Warte, es gibt zwei Naga-Basen. Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Und hier ist Eisen. Das könnte auch sein, dass wir das waren. So, soll ich jetzt das. Unter mir, unter uns! Da war gerade ein Namensschild, ich schwör's dir. Seriously? Ja, ungelogen. Dann darf ich jetzt nichts essen, oder? War das nah oder weit weg? Das war hier ein paar unten. Lol. Ich muss jetzt essen. Ja, dann fresse ich mich jetzt auch voll. Ey, war das rot oder war das grün, das Namensschild? Ich weiß nicht, ich hab's nur schwarz gesehen. Junge, wie kannst du das nicht wissen? Aber das müssen die roten gewesen sein, weil die grünen die laufen draußen. Oder ich bin behindert und hab mich echt vertan, aber ich glaube nicht. Junge, wenn du dir das eingebildet hast, dann schlage ich dich tot. In Minecraft natürlich nicht, im echten Leben. Hier unten sind auch EP. Würde ich dir nie was antun. Da unten sind auch EP, da ist auf jeden Fall ein Skelett. Hast du dich nicht verguckt. Das ist nur echt mies in der Höhle. Also die haben auch direkt gesneakt, als ich gesagt habe, da ist einer. Also danach war der Dame auch direkt weg. Ja. Das müssen die Roten gewesen sein, weil die Grünen, die würden jetzt nicht unter eine Höhle gehen. Auf gar keinen Fall. Das ist keine EP, Entschuldigung. Das sind nur diese komischen Particle. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir können uns jetzt hier nicht... Scheiße, Mann. Kill mal die Zombies. Hinter dir zwei Zombies. Ja, ich kill sie. Weil ich meine, ich habe jetzt all unser Eisen im Inventar. Wenn wir down sind, sind wir down, Dominik. Okay. Hier hat sich auch jemand durchgebaut? Oder waren wir das?
vertraue jetzt einfach mal darauf, dass du dir das nicht eingebildet hast mit dem Namensschild. Wir können auch einfach weitergehen und die erstmal lassen. Ja, könnten wir auch tun. Ich meine, der kann sich jetzt sonst wo eingebaut haben. Sehr spannend. Ja, es hätte sich aber auch sonst wo irgendwer jemand... passt halt irgendwie voll zusammen. Die sehen uns beide vom Namensschild her oder haben uns vielleicht sogar gehört. Einer sneakt sich, bewegt sich nicht, wird vom Kobold getötet. Ne? Und der andere, der versteckt sich jetzt und baut sich ein. Boah, ich kill jetzt ein Skelett. Ich denke mal auch ehrlich gesagt, dass der sich eingebaut. Ich denke, das war Team Rot. Und dann schätze ich, ja, guck mal, hier ist Cobblestone. Wasser war dahinter, okay. Dann mach ich Glowstone das mal wieder. Leuchtet auch. Ich brauche mal Fackeln. Hast du Kohle? Ja, 3 Stück. Das ist aber ein bisschen. Das würde ich lieber fürs Essen aufbewahren. Okay, also angenommen, der hat sich dann eingebaut, weil sein Teamkollege gestorben ist. Oh, hier geht's weiter. Lol. Das ist Skelett rechts. Meinst du, der hat es zugebaut? Und versteckt sie. Sich da irgendwo. Jetzt wird's echt interessant, Junge. Hier ich leuchtet auch wieder nix. Irgendwas. Nee, ich glaube, hier kommt man wieder. Wo bist du denn langgelaufen? Bist du jetzt rechts langgelaufen? Ja, bin ich. Nee, hier waren wir eben schon. Wir sind dann doch da oben lang. Ja, das ist führt wieder zurück. Also ich, wenn der alleine war, dann wird er sich selber eingebaut haben, weil der gegen zwei ja sowieso nicht gewinnen kann, schätze ich mal. Ja. Und den werden wir niemals finden, wenn er sich hier irgendwo eingebaut hat. Da hinten die XP, das waren wir mit den Zombies, genau. Nee. Doch, das waren wir. Wir waren doch hier unten. Ach so, ja, doch, stimmt. Creeper, geradeaus durch. Okay. Den nehme ich mit. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin jetzt wieder rausgegangen. Ach so, ja, dann nimm den Creeper gerade mit. Okay, dann lass zu dem... Ist gar nicht so einfach. Der ist unten im Wasser. Und im Wasser ist ein Creeper jetzt nicht so gut. Dann scheiß drauf, okay. Dann baue ich... Ich bin oben. Jetzt ganz viel. Oh, Alter. Ja, wir brauchen das Eisen aber echt nicht. Wir brauchen einfach Schwarzpulver. Okay, dann nimm's halt mit. Man kann nie genug haben. Alles klar. Oh, der Server liegt wieder. Also bei mir kommt. Oh, Alter. Flying Zombies, ey. Ich kümmere mich mal um den. So. So. Dann baue ich jetzt aber gerade eine Treppe nach draußen. Ich würde gern einfach was zu essen haben. Ja, dann lass jetzt zum Labyrinth gehen, Essen braten und dann dort diese Feuerkäfer finden und töten. Hoff, vielleicht ist da ja sogar ein Spawner drin, das wäre doch der Hammer. Ja, wie gesagt, wir brauchen aber einen Wassereimer. Wenn die Dinger Feuer speien, dann... Ja, ist ja kein Problem. Ich habe einen Wassereimer mit Inventar. Jetzt habe ich wieder voll die Orientierung verloren. Komm mit in die Richtung hier. Und schau dir dann auf jeden Fall bitte mal die Aufnahme von dir an und sag mir, ob da wirklich ein Namensschild war. Ja. Das würde mich mega interessieren. Guckst du jetzt sicherheitshalber rein? Und? Ach, man kann nie genug gucken. Nee, ist nix. Okay. Ja, da hast du recht. Das Ding ist, so, diese diese Leuchtkäfer sind das leider nicht. Nee. So. Aber guck mal, hier in dem Gebiet waren wir doch und dann haben wir hier irgendwo hinten das Labyrinth gefunden. Hier eine Base. Das war irgendwo bei der Gegnerbase, nachdem wir den Säureregen gefunden hatten. Rechts von uns ist jetzt wieder ein Pilzbiom. Hier war das nicht mit dem Säureregen. Du vertust dich da, glaube ich, gerade ein bisschen. Okay. Rechts von uns läuft Wasser von einem Baum. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Klar. Da hat sich irgendwer runtergesprungen. Sollen wir da mal hochgehen? Ich habe wieder kein Essen. Wo bist du denn gerade? Ich sehe dich gar nicht. Also ich habe nur diese Raw. Guck mal, da siehst du das in dem Wasser, das waren wir auch nicht. Du weißt, was ich meine, oder? Dieses Stück dort im Wasser. Hier, ich gebe dir das mal. Ja, ich brauch's nur gekocht. Achso, ein Stück. Ja, so, dann packe ich das jetzt mal rein. Ja. Komm, dann brennen wir das hier gerade mal. Ich habe sonst auch keine Kohle mehr außer das. Okay, sollen wir da schnell mal hochgehen? Während das da brennt. Ich denke, die werden keinen armen Leuten etwas Essen wegklauen. Kann man sich... Nee, man kann nicht sneaken. Und guck, da ist auch Dirt gebaut an den Bäumen. Die sind da... Hier waren echt Gegner, ja. Die haben aber, glaube ich, eher rausgeguckt als... ich glaube auch, die haben vielleicht waren die hier oben und haben geguckt und sind dann jetzt in die Höhle gegangen bei uns. Das kann auch sein, ja. Ja, aber das ist halt echt so voll in der Nähe zu unserer Base. Alter Schwede. Guck dir mal bitte an, wie weit man über den Bäumen laufen kann. Das ist cool, vielleicht sollten wir das in Zukunft machen. Und dann wird das man nicht direkt gesehen, ne? Du hast ich recht, sehe immer, also wenn ich X drücke, ich sehe kein Labyrinth, nirgends. Ja, ja, wir laufen da mal jetzt am Rand entlang, das war auf jeden Fall irgendwo am Rand. Aber dann lass echt jetzt, lass nochmal runter und das Essen holen. Und ich mach dir gleich einen Wassereimer, dann kannst du Wasser von da unten mitnehmen, okay? Ja. Und dann lass wirklich von hier oben mal so rüber jumpen die ganze Zeit. Ich glaube, das ist echt safe da oben. Also achso, du bist hinter mir hergelaufen. Okay. Ja, das war ich jetzt gerade. Keine Sorge. Das können wir noch machen und das nehme ich mit. Okay, nimm. Warte, ich. So, dann ich habe auch noch Hirsch. Eine Workbench? Ich habe noch Hirschfleisch. Ich habe eine Workbench, alles gut. Ja.
die auf und mach dir einen Eimer. Oder soll ich dir gleich zwei machen für Lava? Ich hab noch 16. Ja, mach mal. Und ich hab auch noch 16 Eisen. Flint hab ich auch noch. Ich kann noch Brot machen. Die Brote habe ich jetzt auch noch. Danke. Okay. Bogen. Hast du noch einen Bogen? Ich habe nur einen kaputten. Ich habe keinen Bogen. Obwohl, wie macht man den? Stick, Stick, Stick und dann Strings. Oh ja, kann ich den auch wegschmeißen? Und sollen wir uns da nochmal gerade die Pilze mitnehmen? Ja, kannst du nehmen. Dann nehme ich das Fleisch, du die Pilze oder wie sieht's aus? Ein bisschen Fleisch hätte ich auch ganz gerne, falls das mal... lass mir mal so drei Fleisch übrig. So. Ja, warte, hier eins, zwei und dann gebe ich dir... Nee, danke, reicht schon. Ich bin fertig. Das kannst du wieder haben. Und dann gehe ich dir da gerade mal die Pilze snacken. Wo ist meine Spitzhacke? Ist die kaputt gegangen? Weiß ich nicht. Das kann sein, die waren nicht mehr ganz gut. Ah, oh, dann mache ich mir jetzt noch eine Steinspitze. Wie viele Pilze habe ich? 11 Stück, so, dann hole ich mir jetzt noch 11 rote Pilze. Weil so sind die Pilze ja ganz nett, nur wenn man mal Gegner verfolgt oder wegrennen muss, ist es natürlich totaler Mist mit denen. Ich muss auch sagen, ich habe keine Kohle, ich habe gar nichts. Ja, ich habe auch keine Kohle mehr. Aber gut, wir können hier draußen einfach ein bisschen Holz hacken und es dann als Brennmaterial benutzen. Ich geh wieder im Wasser hoch. Aha, ich komm auch sofort. So, wir müssen uns dann aber auch langsam, wenn wir das Labyrinth gefunden haben, buddeln wir uns unter das Labyrinth. Und dann sind wir erstmal safe. Ne, wir gucken erstmal, ob da diese Käfer sind. Ja, klar, das machen wir. Hast du die Öfen und alles abgebaut? Ja, hab alles mitgenommen. Okay. Dann komme ich auch das Wasser hoch. Hast du dein Wassereimer genommen? Nee, aber nehme ich hier oben mit. Ja, noch nicht. Erst wenn ich oben bin, bitte. Jetzt? Warte. Wenn ich oben bin. Ich bin also noch nicht oben. Nein. Jetzt. Okay. Weil hier, wenn man oben guckt, dann sieht man in den dunklen Wäldern auch die Dinge nicht so gut, die Namen. Das stimmt, ja. Okay. Ja, man guckt ja auch eher nicht nach oben, wenn man unten läuft. Man guckt eher so nach unten und hofft, dass man am Schilder unten findet. Ja, ich... So, dann lass jetzt einfach hier so schön am Rand. Okay, er hat einen Ofen. Ja, er hat einen Ofen. Ja, wir müssen links rum. Ich glaube, das ist aber auch vom Biom zu Biom unterschiedlich. Wie wenn wir jetzt, die Bäume sind, meinst du? Ja, wenn wir jetzt in ein anderes Biom kommen, dann wird das natürlich so sein, dass wir die Folge gleich beenden müssen. Dann wird das natürlich so sein, dass wir schlecht wieder über Bäume laufen können. Ja. Ja, hier klappt es gerade ganz gut. By the way, direkt unter uns ist die Base, die wir mal gesehen hatten, die Gegnerbase. Ach, du hast ja einen Waypoint gemacht. Ja, ja, genau, hatte ich doch gemacht gehabt. Das waren keine Hirsche. Base, das waren Fackeln. Ja, aber in der Nähe, hier, die sind hier irgendwo, weil sonst wären da hinten nicht überall, sind die nicht über den Fluss gegangen, sonst ja, wären da nicht das Wasser. Da gebe ich dir. Also ich irgendwie, dir. Irgendwo hier ist eine Gegnerbase. Es ist aber halt auch so, die Base, das steht in den Regeln, die muss an der Oberfläche sein und die muss durch Abbauen eines Blockes auffindbar sein. Das steht so in dem Regelwerk, das habe ich mir mal durchgelesen. Da ist noch so ein Häuschen, das haben die abgebaut, glaube ich. Ja, das haben wir doch abgebaut. Nein, unser Häuschen war direkt an der Naga. Okay, so, ich esse gerade mal was, das dauert bei mir mit dem Pilzsuchen immer ein bisschen länger. Ja. So, ich mache gleich neue, man weiß ja nie, wenn man die braucht. Da unten sind so schön saftige Hirsche. Was? Wir haben doch auch mal gelesen, he fell from a high place. Dann ja. Sind sie wahrscheinlich auch hier oben an den Bäumen lang gelaufen. Vielleicht ist ja, da eine hier runtergefallen. Der Baum da sieht mega, dieser Baumstumpf sieht echt mega komisch aus. Vielleicht sind die hier runtergefallen und haben dann ist der andere halt mit Wasser runtergegangen und hat sich noch die Sachen gesnackt oder so. Das kann natürlich sein, ja. Aber ich finde ja, dieses Labyrinth Ahnung. Nicht mehr, ne? Das Problem ist, vielleicht war es doch in genau der anderen Richtung. Scheiße, wir hätten uns da einen Waypoint machen sollen. Aber wer hätte gedacht, dass es mal wirklich nützlich werden könnte? Scheiße. Und dass hier halt auch nachts nirgendwo, ich meine, es ist ja immer Nacht, dass hier nirgendwo Creeper rumlaufen draußen. Es laufen draußen ja nicht mal irgendwelche Mobs rum. Ja, das stimmt leider. Da ist ein Creeper. Unten, ich geh ihn mir holen. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Und dann ist er wieder verschwunden, so aus dem Augenwinkel. Also ich hab nichts gesehen. Bei den Hirschen. Ey, ich schwöre dir, ich hab den gesehen, jetzt ist er weg. Apropos Hirsche, ich nehme ihn. Der ist mit. Einfach verschwunden. Der ist einfach verschwunden, der Creeper. Das gibt's doch ja, nicht. Ja, die wissen, dass wir kommen. Ey, ich hab den noch so gesehen aus dem Augenwinkel. Da so rechts so und dann ist er auf einmal verschwunden. Ich dachte, das ist einfach ein Bug, dass er unsichtbar geworden ist. Aber das sehe ich, ich reconnecte gerade mal, weil. Ich sehe den doch auch nicht. Ich hab eben nicht mal den Hirsch gesehen. Da sind drei Kobolde hier unter dem Baum. Vielleicht war der hier irgendwo. Geh mal weg. Vielleicht. Schade. Folgenende, ja gut. Dann sag ich mal, müssen wir jetzt noch weiter fahren, ne? Jo, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Ciao.